Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Batman Arkham Knight. Ich bin immer noch am Schauen, wie ich da eigentlich reinkomme hier. Ach so, einfach so. Naja, dann ist das ja easy. Ab durch die Bodengitter. Hier nach unten. Ach, aber ich komme hier zwar rein, aber ich komme hier nicht raus. Das ist ja leicht scheiße. Weil ich... Wenn du nur einen dieser Trottel dazu... Ja, das kriege ich hin. Für dich zu öffnen. Ich würde es ja selber tun, aber du hast mich ja umgebracht. Öffne das Tor! Das raff ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf. Okay, aber das kommt mir schräg vor. Hallo. Hey, Dickerchen. Batman kann also seine ganzen Aggressionen rauslassen. Mal 20 an nur einem Typ. Leicht heftig, aber gut. Wir machen weiter. Der Albert King wird wahrscheinlich noch viel mehr einstecken können. Schauen wir mal. Das gibt schon wieder eine Mission wahrscheinlich hier. Mit dem Mantel. Ja, das war doch so klar. Was haben wir denn da? Ach, Joker. Aufwachen, aufwachen! Was ist los? Glaubst du, ich tue dir weh? Warum? Ich bin nicht der Böse hier. Oh nein, nein, nein! Das ist Batman. Hat dich verlassen. Ausgesetzt, wie einen ungeliebten Hund. Kann ich ihn behalten, Daddy? Oh, bitte, 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 bitte. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Alles, was du möchtest, Prinzessin. Man soll ihn nur auch als deinen erkennen. Deswegen macht ein Joker-Brandzeichen drauf. Er soll doch nicht wieder hier enden, oder? Nein, Daddy. Ich will ihn für immer behalten. Nein, nein. Bitte nicht! Bitte! Nein! Ja, er wurde auch noch gebrandmarkt. Der hat viel durchgemacht. Da kommt Robin. Da drüben können wir mit einem Stimmen-Synthesizer rein. Mir geht's gut, Jason. Tim. Das ist schon länger nicht passiert. Einer ist noch übrig. Los! Da müssen wir irgendwie was elektrisch aufladen, aber ich glaube, das können wir noch gar nicht. Distanzstromladung, die haben wir noch gar nicht. Und hier bräuchten wir irgendwo einen Stimmensynthesizer, um da reinzukommen. Ja, wunderbar, da haben wir es doch geschafft. Oh, ein Joker-Herzchen. Machtspielchen. Machtspielchen. Schluss mit dieser ganzen Trauerscheiße, dachte sich Scratch. Sechs Monate waren seit Jokers Tod vergangen. Es war an der Zeit, dass Harley mit dem Thema abschloss. Und wenn sie das nicht konnte, nun, dann war es an der Zeit, dass die Gang mit ihr abschloss. Scratch war clever, das sagte jeder. Und er hatte einen Plan. Harley hatte eine dieser unheimlichen Joker-Statuen in ihrem Zimmer. Eines dieser Dinger mit einem Fernsehapparat auf den Schultern. Jede Nacht gab sie diesem gruseligen Video seiner Fratze einen Gute-Nacht-Kuss direkt auf die grinsenden Lippen. Scratch würde einfach eine Bombe einbauen und so Harley ausschalten und den alten Boss gleich mit enthaupten. Und dann würde auch Scratch als neuer Boss einschlagen wie eine Bombe. Harley war unterwegs, ein Bandenkrieg mit den Leuten vom Pinguin. Dieser Tage waren sie nur noch in der Defensive, statt ihr Gebiet zu erweitern. Scratch würde das ändern und plante bereits voraus, während er lautlos in das Zimmer eindrang. Überall nur rot und schwarz, die Vorhänge, der Teppich, das Bett. Wie Spielkarten, hatte Harley damals gesagt, als sie die neuen Uniformen verteilte, Pik und Herz. Joker stand in der Ecke und grinste ihm entgegen. Seine Augen verfolgten Scratch durch den Raum und wurden nur gelegentlich vom Rauschen unterbrochen. Sie forderten ihn förmlich heraus, als Scratch sich langsam dem grinsenden Spuk näherte. Sorry, Boss, sagte er in den Raum hinein, als er einen Schraubenzieher und die kleine C4-Ladung hervorholte. Aber das muss sein, für die Gang. Ganz blöde Idee, Scratchy, antwortete der Joker. Scratch erstarrte vor Schreck. Ganz blöde Idee, Scratchy, sagte der Joker.
ein zweites Mal mit exakt der gleichen Betonung. Ganz blöde Idee, Scratchy. Scratch entspannte sich langsam wieder. Sie hat es nur aus alten Bändern zusammengeschnitten, aber das hieß... Harleys Baseballschläger unterbrach seinen Gedankengang, als sie ihm den Schädel zertrümmerte. Tja, da hat sie wohl die Oberhand behalten, was Jokers Gang angeht und nicht den guten Scratch vorgelassen. Und welcome to Windy Rock Town. Der Kampf des Jahrhunderts. Bist du bereit für eine Lektion, Batman? Wo sollen wir anfangen? Wie wär's mit auf die Fresse für Anfänger? Hast du nichts zu sagen? Einer von der ruhigen Sorte, wie? Mal schauen, ob wir das ändern können. Ich werde dich um Gnade winseln und vor Schmerz brüllen lassen. Schauen wir mal, Freundchen. Hast du Angst um dein schickes Outfit? Was ist denn? Ha, den hab ich fast gespürt. Ach, die anderen machen auch mit. Hackfleisch aus ihm! Danke. Doppeltes Team ausschalten. Damit kriegt er schon mal ein bisschen was auf die Fresse. Das wird nur ein Weilchen dauern. Ups. Doppeltes Team ausschalten und er kriegt wieder ein bisschen Schaden. Sehr schön. Oh, nicht. Der Messerkollege. Und nochmal. Kriegt er ein bisschen was weg. Der ist so sicher, dass niemand den Goliath besiegt. Ich bin nämlich gerade auf bestem Wege dabei. Und dein Leben hat schon nur noch ein Drittel ungefähr. Oh, scheiße. Das habe ich gerade verpennt. Ich dachte, das ist wie davor. So. So, jetzt nochmal. Diesmal konzentriere ich mich darauf. Ja, jetzt geht's ordentlich aufs Köpfchen. Aha. Ach, war's das jetzt? Nein. Tatsächlich noch nicht. Einmal müssen wir noch. Schauen wir mal. Finale Combo vielleicht. Bin schon bei mal 27. Mal 36. War es immer noch nicht, oder was? Doch. Ach, jetzt noch die Normalos. Naja, gut. Das dürfte ja weniger das Problem sein. Mal 52. Das ist mal ein Multiplikator, du. Und das war's dann auch schon. Auch Albert King. Gute Arbeit. Du hast dich gut geschlagen. Ich bin beeindruckt. Du kannst ihn tragen. Ja, da hat er auch ein bisschen was zu schleppen. Auch hier haben wir hier noch viel Zeugs übrig. Ich warte jetzt auf... Ach, die Panzerung haben wir, okay. Ich spare die Punkte erstmal nochmal. Was ist da oben? Ich dachte nur, weil man hier hoch kann, ist hier vielleicht was, aber gut. Versuchen, hier einzubrechen. Nicht auszumalen, was sie mir antun wird. Oh oh. Ganz ruhig, Henry. Ich bin auf dem Weg. Robin, warte hier mit den Infizierten. Ich kümmere mich um Harleys Männer. Los geht's. Wieder ab, zurück. Jetzt wird's Zeit, dass der gute Henry, dass dem nichts passiert. Wo geht's denn hin darüber? Hoffen wir mal, dass es nicht schon zu spät ist. Da hat es auf jeden Fall mal einen Kollegen. Wie komme ich da rein? Hey, Batman! Wo ist denn dein kleiner Freund? Hat
Die zwei Streit? Oh, ist der etwa wütend davongeflattert? Wenn Sie mich hier sehen, riskieren Sie nicht, das Tor zu öffnen. Bin mir sicher, ihr zwei könnt das irgendwie klären. Der Clownfürste des Verbrechens gefällt es gar nicht, dass du ihren neuen Joker entführst. Harley hatte recht, dass er auftauchen kann. Aber ich komme da nicht rein, ich komme nur ein dann. Glück haben wir das Tor. Irgendwo woanders hin, ich muss mal schauen, was das mir bringt, da ist das Tor dazwischen. Einen Moment dachte ich, er wurde durch die Gitterstäbe hindurchgeschossen. Kann er das? Na, du weißt gar nicht, was ich alles kann, aber ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal gucken, wie ich da reinkomme. Seht mal, wer da ist! Hey, Freak! Wynn sagte uns, dass du auftauchst. Ich bin gerade am Überlegen. Wir müssen irgendwie nach da hinten rein, aber wie? Das ist natürlich die Frage. Klar, wir kommen jetzt... Oh, natürlich. Mit dem Stimmen-Synthesizer, ich hab's schon wieder vergessen. Mach doch mal. Öffnet das Tor jetzt! Kein Problem. Erst wissen Sie, dass das Tor zu ist, und jetzt sollen wir es öffnen. Die ist doch plem plem. Darum, Dummkopf, wirst du nicht fürs Denken bezahlt. Das ist ein Trick der Fledermaus. Zeig dich, B-Man, wenn du dich traust. Oh, seht mal, wer da ist. Batmans kleiner Helfer. Anscheinend hat er dich allein gelassen. Nee, der dachte, ich pack dich im Alleingang. Er nimmt dich nicht besonders ernst. Ich auch nicht. Er legt's drauf an. Hältst dich wohl für witzig, hä? Ja. Öffne das Tor! Dieses Mal wirklich! Falls du vorhast, ihn wieder einzusperren, denk lieber noch mal drüber nach! Er hat den Joker in sich. Sie alle. Das heißt, dass sie mir gehören. Ich hol sie mir! Es wäre höchst unverantwortlich, wenn ich das zulassen würde. Batman hat mir schon einmal Mr. J genommen. Nochmal lasse ich das nicht zu! Hörst du, Batman? Ich weiß, dass du da bist. Ja, ich bin da. Yeah. Wo bist du, Batfreak? Was ist los? Angst, dich zu stellen? Wie wär das? Nur ein Zittern am Abzug und dein Spatzenhirn fliegt aus der... Hallo, Harley. Niemand legt seine Hände an die Boss-Lady. Was macht dich da so sicher? Da ist so viele Special-Typen. Ein Dickerchen ist schon mal weg. Das ist gut. Na, das ist auch wunderbar. Das macht so Spaß mit Zweikämpfen, ob jetzt mit Nightwing, mit Robin. Hauptsache immer zu zweit, das macht so Spaß. Oder auch mit Catwoman natürlich. Das ist einfach mega cool, vor allem weil die Team-Doppel-Ausschalten halt enorm effektiv sind. Vor allem, die sorgen halt dafür, dass man einfach mal so ein Dickerchen los wird. So, das war's. Noch nicht. Jetzt ist vorbei. Na, wunderbar. Was soll ich sagen? Ich bin unwiderstehlich. Hey, Harley. Zu den Zellen zurück. Du nimmst Albert, ich Quinn. Du siehst leicht derangiert aus, wenn ich das mal so sagen dürfte. Schminke leicht verrutscht. Oh, damit kommst du nicht davon. Tja, ich meine, die Harley ist ja ganz hübsch und bietet gute Aussichten, aber wir halten dich auf. Die hat halt ein bisschen ein... an der Klatsche, das ist das Problem. Und dann kann sie an Batmans Rückenpanzerung rumhauen, wie sie will. Und wir haben ja noch eine Zelle frei, da können wir dann die Harley reinstecken. Ich hoffe mal nur, die haut nicht wieder ab. Das müsste nicht sein, jetzt wo wir es erhaben. So. Schauen wir mal, ob wir die einknaschen können. Robin, die Zelle. Hm.
Nicht bewegen, Robin. Sie haben sie getötet. Nicht wahr, Henry? Oh, Bats, du bist so naiv. Suchst immer das Gute in den Menschen. Doch nicht immun. Besonders, wenn sie böse sind. Hä? Schatz, ich bin zu Hause. Aktiviere Auspuffprotokoll. Oh, oh. Jetzt dürfte klar sein, wer das Sicherheitssystem manipuliert hat. Nun, na, ganz toll. Wenn du jetzt so freundlich wärst, geh rüber zu deinem Freund. Fahr zur Hölle. Sofort. Oh. Guter Zug, Henry. Und du, Bats? Die Evolution ist schon komisch. Egal, wie viele Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen, die Stärksten überleben immer. Aber, weißt du, was man noch über die Evolution sagt? Sogar Amöben sind dazu in der Lage. Was hast du vor? Ich säubere den Genpool. Na, selbst toll. Ich weiß gerade nicht, für wen ich bin. Leopold. Es war aufschlussreich. Hab's mir überlegt. Töte, töte, töte ihn! Das kam unerwartet. Du wirst einfach spektakulär. Nein, nein, nein! Na, toll. Deine Augen. Du bist der letzte Joker. Die andere Zelle ist deine. Ich muss Scarecrow aufhalten. Danach sperre ich mich selbst ein. Und wenn du scheiterst, dann werde ich dich nicht aufhalten können. Nein, 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 das wirst du nicht tun! Fazit von unserer tollen Begegnung. Harley Quinn ist eingesperrt und die vier Joker sind tot. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Argumente eines Miesepeters, Bats. Und du weißt das. Ach ja, wir gehen rein. Tut mir leid, Bruce, aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Ich halte Scarecrow auf. Master Bruce, Ihrem Standort nähern sich zahlreiche Milizen. Es ist der Arkham Knight. Er hat sie gefunden. Na, juhu. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Es sind ganz schön viele. Ich sagte, ich erledige das. Du schaffst das. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Ach ja, wir sitzen hier also in der Zelle. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schauen wir mal, was passiert. Wir kommen hier erstmal nicht raus. Können hier auch sonst nichts machen. Och nein, das träumen wir schon wieder, die Vision von dem gefolterten Kollegen. Aber wir können ansonsten nichts machen. Außer uns immer umdrehen und dann wieder hindrehen. Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja. Ziemlich sicher zumindest. Hey, hey! Ich hab die Geschichte von Jason Todd nie zu Ende erzählt, oder? Hä? Wie kann Joker jetzt bitte schön die Gefängniszelle aufmachen? Das geht doch gar nicht. Das geht eigentlich ja nur in der Vision. Schauen wir mal, danach landen wir wahrscheinlich wieder in der Zelle.
Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Ausgezeichnet. Natürlich tust du das. Hast du das gehört, Bats? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Mein. Ich kann alles mit ihm tun. Hey, ich hab nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Es ist... Petzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Na, solltest du auch mal probieren. Du siehst ja, was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht. Na, ganz toll. Aber warum sind wir jetzt nicht mehr in der Zelle? Robin hat uns doch eingesperrt und wir kommen dadurch doch nie wieder raus, eigentlich. Henry Adams, momentan Leiter der McCallum Academy. Einer von Gothams angesehensten Schulen. Aber wir kommen da jetzt nicht mehr rein in die Zelle. Können wir am Bettcomputer irgendwas machen? Nein. Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Ach, jetzt ist Robin wieder da und wir müssen wieder in die Zelle. Tut mir leid, aber du musst das tun. Was zur Hölle machst du? Das Richtige. Vertrau mir. Verrückt sein! Hör mir zu! Oha. Wir können dir helfen! Du musst das nicht tun! Alfred? Alfred? Du Mistkerl! Du hast die Verbindung abgebrochen! Sir, alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwadron in die Stadt beordert, um sie abzuriegeln und die Kontrolle wiederherzustellen. Zum Glück ist das angeforderte Upgrade für den Waffengenerator nun bereit. Danke, Alfred. Das freut mich ja, aber... Oh nein, jetzt können wir den auch noch über Oracle informieren. Dabei ist er doch gerade eh schon aufgebracht, dass er da drin sitzt. Aber gut, ich denke mal, irgendwann sollten wir es machen. Tim, ich muss dir was sagen. Etwas ist geschehen. Nein, nicht sie. Sag nicht es. Barbara ist... Sie ist tot. Es tut mir leid. Lass mich raus. Kann ich nicht. Sie haben alle im Visier, die mir nahestehen. Ich bringe dich nicht in Gefahr. Bruce, bitte. Ich muss das tun. Nein. Elender Mistkerl! Du wagst es! Das entscheidest nicht du! Verschwinde von hier! Geh! Das ist absolut nicht gut, aber gut. Wir sind jetzt frei. Wir müssen jetzt... Gotham retten, so wie es aussieht. Nicht dahin, sondern hier in den Aufzug. Und ab nach oben. Warte mal einen verdammten hey Joker. Moment. Wenn Henry gegen die verrückte Clown-Krankheit nicht immun war, dann heißt das, es gibt gar kein Gegenmittel. Du hast den Burschen schuften lassen, obwohl er Barbara hätte retten können. So sieht's wohl aus, leider. Das ist grausam, nicht allzu gut. Und hatte schreckliche Folgen. Ach, wenn du es nur ernst meintest. Na los doch. Zeig. Schauen wir mal. 12 Panzer hat's wieder. Er ist doch da draußen. Ich weiß es. Batman flieht nicht. Ich schicke Verstärkung. Findet ihn. Alles klar. Schauen wir mal. Da wird noch ein Panzerwagen der Miliz angezeigt. Dann können wir uns um den kümmern. Sir, ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Die Lieutenants der Miliz geraten in Panik. Lassen Sie nicht nach. Ja, sind auch nur noch 2 Stück übrig.
Die können wir uns noch vorknöpfen eigentlich. Ich sag's dir, Mann. Wir hätten mit den anderen abhauen sollen. Bist du irre? Die Stadt gehört jetzt praktisch uns. Ja, toll. Aber was passiert, wenn Scarecrow sein irres Gas freisetzt? Ich hab eine Maske. Masken helfen bei dem Zeug nicht, Mann. Ich hab da gerade die Drohne gesehen, die muss ganz gern runterschießen. Jawohl. Batman hat die Serpent-Drohne getroffen. Ach stimmt, hier hat sie ja die ganzen Panzer jetzt. Dann kümmern wir uns mal um die Panzer. Und da hat es auch noch eine Bombe. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Ziel gesichtet. Upsala. Hey Freundchen. Da kommt schon wieder so ein Flugteil. Na, den würde ich ganz besonders gern abschießen. So, noch 7 Panzer übrig. Einheit in Chinatown vernichtet! Na, immerhin. Dann können wir hier gleich uns um die Bombe kümmern. Hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Panzer unterwegs, Sir, aber keine Gefahr für Sie. Wie viele? 32, natürlich, keine Gefahr für uns. Natürlich nicht. Schon wieder so ein Kackflugteil. Nein, immerhin sind die Flugteile schon mal ausgeschaltet. Die hasse ich nämlich total. So, jetzt gehören ein paar Drohnen uns. Mist. Da bin ich ein bisschen schlecht ausgewichen. Aber Drohnenhacken ist an sich ganz gut. Dauert nur ein bisschen lange. Und da die Panzerung ja jetzt auf voller Stufe ist, ist auch ganz gut. Wo ist denn das Flugzeug? Da oben. Da ist noch einer. Dragon wurde ausgeschaltet. Raketensperrfeuerstufe 3 ist natürlich verdammt mächtig. Noch 16 Stück. Mist. Hab eine Drohne verloren. So, wir haben ja noch gar nicht verloren an Lebensenergie. Eigentlich ziemlich gut. Läuft es bis jetzt. Dragon zerstört. Mist. Da stand ich gerade schlecht. Boah, nicht schon wieder so ein Flugteil. Oh. Muss das Flugteil. Da oben. Sehr schön. Raketensperrfeuer. Stufe 3 schon wieder aufgeladen. Einer noch. Huiuiui. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Sachte. So. Sehr gut. Eine beachtliche Leistung. Wie viel sind da eigentlich noch übrig? Na, noch ziemlich viele, so wie es aussieht. 4 Punkte Hammer. Kann man damit machen. Ram-Angriff RT und Y. Verbessertes Auswerfen. Ich nehme mal das verbesserte Auswerfen. So, schauen wir mal jetzt den Panzerwagen. Sir, ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Die lieutenantische Miliz gerade in Panik. Lassen Sie nicht nach. Ja, es sind auch nur noch 2 übrig. Ich glaube, unsere Radarkonsole ist defekt oder überempfindlich oder sowas. Weißt du? Tja, ich glaube, unser Geschütz hat gerade einfach so auf einen Vogel geschossen. Was, eine Möwe? Ich hasse Möwen. Ich würde eigentlich ganz gern die Kack-Serpent-Drohne abschießen. Die Babys können die ganze Nacht durchschießen. Mach dir mal keine Sorgen. Abgesehen davon, wenn es empfindlich ist. Kümmere mich gleich um das Milizfahrzeug, aber ich will erst die Serpent-Drohne vom Himmel holen. Ich brauche hier Verstärkung. Da ist gleich 2. Wir werden an unserer Position.
Na, der ist ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Naja, ich kümmere mich mal jetzt um das Milizfahrzeug. So, das war er. Noch 6 Stück. 6 kleine. Das steht rechts oben. Habe ich gerade bemerkt. Noch 5. Nein. Die halten wohl 3 Schüsse aus. Jetzt noch 5. Mist. Leicht schief gefahren. Komm schon. Den Rammangriff muss ich dann auch mal skillen. Der hilft dann hier halt enorm bei den Verfolgungen. Hätte ich gerade Seitwärtsschlag machen können. Jawohl. Noch 3 Begleitfahrzeuge sind übrig. Noch 2. Ja, noch einer, das sagt schon. So, jetzt nur noch das Dickerchen. Na, ich hoffe mal nicht. Warum bist du dir da so sicher? Sorry, Ivy, das war glaube ich dein Baum, wo ich da gerade reingefahren bin. Er sollte mal zielen lernen, der Kollege. Dem seine Trefferrate ist schlechter als meine und das will was heißen. Ich als Analogstick-Legastheniker, was ja wirklich so ist, muss ich sagen. Fährt denn der hin? Naja, jetzt fährt er erstmal nirgendwo mehr hin. Hui. Die Lieutenants der Miliz sind so gut wie erledigt. Einer noch. Den einen Punkt hebt man uns natürlich auf. Haben wir da Infos zu dem letzten? Nein, haben wir nicht. Bei dem leider auch nicht. Wir haben aber die letzte Feuerwache noch. Ah, die letzte Feuerwache, ja. Also würde ich mal sagen, schnappen wir uns Firefly. Da hätte ich Bock drauf. Diesmal entkommt er mir nicht. Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf, Firefly einzuknasten, bevor wir jetzt in der Hauptmission weitermachen. Machen wir uns auf den Weg und schnappen uns Firefly. Der gute Firefly ist schon wieder am Zündeln. Das treibt man ihm hoffentlich jetzt aus. Da hat es noch irgendwo einen Sprengsatz oder so. Hier. Ach du Schande, ich weiß nicht. Da ist die Feuerwache. Ach nein, die Bank. Da ist noch ein Banküberfall oder so. Auf jeden Fall hier. Kümmern wir uns mal da drum. Na, er wird schon. Wie viele? 33. Amber zerstört. Das Raketensperrfeuer, das ist einfach mega cool, vor allem auf Stufe 3. Und jetzt dürfen wir uns ja bald auf Stufe 4 dann auch noch abholen. Wenn wir dann die Hauptmission weitermachen. Wir wurden bis jetzt noch nicht getroffen. Aber ich denke mal, das ändert sich dann auch gleich wieder. Jetzt nämlich. Mann, ich schon wieder so Luftteil, die nerven richtig die Luftdinger. Da war ich gerade extrem langsam. Ah, nicht schon wieder Raketen. Ich
Scheiße, da konnte ich nicht ausweichen. Das war schlecht gemacht. Noch 12. Noch 11. Raketensperrfeuer Stufe 7. So, noch 3. Bisschen zu langsam. Einer noch. Uiuiui. Die Fights sind schon ziemlich. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Natürlich, sachte Gas geben. Aber Sprengsätze hat es, glaube ich, noch ein paar. Das wird noch ein bisschen dauern. Und, da ist ja irgendwie hier Banküberfall, aber da habe ich gerade eigentlich keine Lust drauf. Ich wollte Firefly schnappen. Firefly hat die Feuerwache in Otisburg angegriffen. Diesmal entkommt er mir nicht. Der ist hier auch gleich um die Ecke. Unser Zündelmaxe. Sachte wieder Strom für die Sprinkleranlage. Und dann kommt er gleich wieder rausgerauscht, nachdem sein schönes Feuerchen gelöscht wird. Genau. Es ist vorbei, Firefly. Niemals! Gotham wird brennen und du mit ihm! Nee, nee. Es ist schon so lange her, Batman! Einfach nur entspannt hinter ihm bleiben. Nicht zu weit weggeraten. Dann ist alles locker. Da hat es nochmal einen Sprengsatz. Die hat es hier überall. Also es sind ziemlich viele, so wie es aussieht. Ach, jetzt geht es auch noch hier runter. Hat aber überraschend gut funktioniert. Wow. Das war gerade noch so. Hat das funktioniert? Ich dachte, der fliegt nach oben. Aber der ist dann unten rumgeflogen. Aber wir haben ihn auch gleich schon wieder ermüdet. Ja, ja. Du bist gleich nur noch Asche. Wir schmeißen dich in dein eigenes Lagerfeuerchen rein. Bisschen Schwund ist immer. Auch wenn es ein Baum ist, so leid es mir tut für Ivy. Hammern gleich. Hallo. So, und jetzt gibt's nochmal auf die Fresse und dann reicht's jetzt auch mal. Dann ist vorbei mit dem guten Firefly. Tja. Schauen wir mal. Jetzt hat er ein bisschen geschrottet, den guten Firefly. Ihn weg. Batman. Hoch mit dir, Lenz. Wunderbar. Ab ins Gefängnis, mein Freundchen. Mach weiter so da draußen, Batman. So. Hey Joker, was gibt's denn? Starke Verbrennungen, schartige, ledrige Haut, der hübsche, wachsartige Schein. Müsste ich wählen. Verbrennungen wären mein liebstes Narbengewebe. Naja, Verbrennungen und seelische Narben. Nicht wahr, Brucey? Ach ja, Joker, natürlich. Auf jeden Fall sind wir fertig mit der Mission. Wir haben 5 Punkte. Schauen wir mal. Den Rammangriff, den nehme ich jetzt mit. Und dann schauen wir mal, was gibt es denn noch zu tun. Wir haben die Morde abgeschlossen und Firefly. Wir haben noch kein neues Waffendepot, aber wir könnten dann zu Riddler's Neck. Oh, wir haben Infos zum allerletzten Panzerwagen. Dann machen wir die Panzerwagen fertig. Es ist nur noch ein Panzerwagen übrig. Ich sende Ihnen die Position. Danke, Alfred. Den schnappen wir uns natürlich. Ja, ich bin ein bisschen zu weit weg vom Festland, um
das Batmobil zu rufen. Aber den kriegt man auch noch, den letzten Panzerwagen. Dann haben wir drei von den Bereichen schon fertig abgeklappert. Mal mehr, mal weniger souverän. Wohin denn? Darüber. Da ist schon Begleitpersonal. Aber das gehört, glaube ich, nicht zum Panzerwagen. Oder doch? Weiß nicht. Keine Ahnung. Upsala. Auf jeden Fall hat der jetzt 8 Begleitfahrzeuge. Nicht 6 wie der davor. Auf jeden Fall jetzt nur noch 7. Ich muss mal wieder gucken, dass ich da dran bleibe. Noch 6. Sehr schön. Noch 5. Noch 4. Nicht. Gas, Batman. Da hat er mich gedreht, tatsächlich. Aber ist ja nicht so wichtig. Noch 3 Begleitfahrzeuge. Nur noch 3 übrig, hängt euch ein! Nein! Ich werde beschossen! Du könntest ja auch so nett sein, es mir vorzeitig sagen, wenn du abbiegen möchtest. Sehr schön, noch 2 Begleitfahrzeuge. So, jetzt nur noch der dicke Bus. RT und Y. Ran-Angriff, aber ich mach's mit dem Lahmleger, das ist auf die Distanz ein bisschen besser. Aber wenn ich den Ram-Angriff gerne mal ausprobieren würde. Ach Mist, da hat er mich ausmanövriert. Da muss ich mich jetzt reinhängen, dass ich den noch erwische, aber das kriegt man hin. Wir haben ja unseren Nachbrenner, der da ein bisschen Schub hinterher schickt. Und dann sind wir da ratzfatz wieder dran. Da vorne ist er auch schon. Auch wenn es noch ein bisschen dauern wird, bis wir ihn kriegen. Wo fährt der denn hin? Das dauert immer ein bisschen, bis man dann wieder auf genau der Fahrrille ist, wo der gefahren ist. Und dann holt man auch wieder auf. Der ist hier unterirdisch. Deswegen ist der leicht weg. Da vorne ist er. Den kriegt man jetzt, hoffe ich doch. Upsala. Scheiß Panzerwagen. Gibt's doch nicht, komm jetzt her. Das dauert ein bisschen länger als geplant hier, aber gut. Dann wird die Folge halt statt 40 wieder 50 Minuten. Was will man machen? Ich mache ja gerne für euch Überlänge. Oh, da haben wir ihn aber vollfrontal abgeräumt. Sehr schön. Alfred, der letzte Panzerwagen ist erledigt. Damit haben wir auch das und wieder 4 Punkte. Damit können wir die Nachladezeit vom Nachbrenner noch verbessern und damit haben wir das. Vereinzelte Funksprüche. Wie angenommen herrscht Chaos bei den Milizkräften. Gut gemacht, Sir. Fantastisch. Und hier ist schon wieder die Bank, die gerade ausgeraubt wird anscheinend. Sir. Sie haben die Truppentransporte der Miliz weggefegt und auch die Kommandeure. Die Miliz verliert vermutlich gerade ihren Kampfgeist. So, machen wir noch ein kleines Fazit für die Folge, was wir jetzt noch alles übrig haben. Wir haben noch 2 Waffendepots vom Pinguin,
die uns Nightwing halt noch ansagen muss. Wir haben noch, ich weiß nicht, wie viele Rätsel, um Catwoman zu retten. Wir haben noch 6, 9, 17 Wachtürme. Wir haben noch 4 Bomben. 2 Herausforderungen, Kampfherausforderungen mit Azrael. 10 Feuerwehrleute und 2 Banküberfälle. Dazu müssen wir den Man-Bat nochmal finden und ihm die zweite Dosis vom Heilmittel verpassen. Und wir haben noch 10 Checkpoints. Also da gibt es noch jede Menge zu tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.